Skyrim ist ein sehr interessantes Spiel. Einerseits habe ich damit hunderte Stunden verbracht und einige Quests sind wirklich interessant. Und andererseits kann man an allein diesem Spiel eine komplette mehrseitige Liste machen von Shit, den man in Games so nicht einbauen sollte. Und als ich nach B-Roll-Footage für ein anderes Video gesucht habe, habe ich ganz zufällig dieses Ding von Todd Howard gefunden und ich beginne zu verstehen, warum Skyrim so ein kolossaler Schritt nach hinten war für die Elder Scrolls-Reihe. Well, I want to know what skills are superfluous, that we should fold into something else to make the choice of what your character is more meaningful, make that choice more meaningful, and how are the races different? You know, I think 10 races is enough. How is playing an orc different than playing a high elf? An und für sich klingen die Aussagen gar nicht mal so falsch. Ja, ich bin der Meinung, 10 Rassen sind für eine Standard-Fantasy-Welt eigentlich genug. Und ja, man muss nicht zu viele überspezialisierte Fähigkeiten und Skills mit reinbringen. Eines der größten Probleme von DSA, abgesehen von diesem bescheuerten Probensystem, das die haben, ist, dass man zig Milliarden Fertigkeiten oder Skills, auch wie auch immer die da heißen, hat. Von Skifahren über Körbeflechten und Agrarkultur bis hin zu Faustverkehr ist alles so extrem minispezialisiert, dass man eigentlich seine Skillpunkte auch in den Wind schießen kann und denselben Effekt hat. Das heißt, Sachen zusammenzustreichen ist an und für sich keine schlechte Idee, vor allem wenn man damit eine bessere Tiefe erzeugen kann. Okay, das muss ich ganz kurz erklären, glaube ich. Wenn man von Skills redet, gibt es die Tiefe und die Weite. Die Tiefe wäre in dem Fall, wie ausgearbeitet sind die einzelnen Skills, wie involviert ist der Spieler im Entwickeln dieser Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und die Weite wäre in diesem Fall die Anzahl der Fähigkeiten, wie viele einzelne Fähigkeiten gibt es. Um aber ein Beispiel zu geben, bei einem Game, bei dem man jede Waffenart einzeln als Skill hat, also man hat Langschwerter, Kurzschwerter, Bögen, Dolche, Hämmer, Äxte und so weiter alles einzeln, hat man zwar eine extreme Weite an Fähigkeiten, das Problem ist, wenn man eine zufällige Waffe findet, hat man eine höhere Chance, dass sie für einen vollkommen nutzlos ist. Und die einzelnen Skills nicht wirklich tief ausgearbeitet und nicht wirklich involvieren. Das heißt, sie sind einfach da, man levelt sie auf und macht damit mehr Schaden am Ende. Wenn man aber das Ganze zusammendampft, also meinetwegen nur 4-5 Gruppen von Waffen hat, also Schwerter, Äxte, Hämmer, Stabwaffen und Bögen als Beispiel, kann man für jede dieser einzelnen Gruppen mit denselben Ressourcen mehr Arbeit investieren. Das heißt, man hätte nicht einfach nur irgendwelche Buffs dafür, man hätte Sondermoves, man hätte irgendwelche Super-Effekte, man hätte sonst irgendeinen Scheiß, den man da einbauen kann. Man kann Story-Quests mit den Skills verbinden, wenn man möchte. Um mal ein praktisches Beispiel zu geben, wenn ich den Skill Stabwaffen habe und das Ganze in einem sehr weiten Skillfeld habe, wo ich etwa 15 Waffenskills habe, habe ich bei dem Stabwaffenskill wahrscheinlich einen Damage-Buff. Ich habe vielleicht ein, zwei Sondermoves, aber das war es dann auch im Grunde schon. Wenn ich allerdings von 15 auf 5 Waffengruppen runtergehe, habe ich das Dreifache an Ressourcen, was ich in diese Gruppe investieren kann. Das heißt, ich kann mehr Perks, mehr Fähigkeiten, mehr Boni mit diesem Skill verbinden. Ich kann den Skill involvierter machen und ich kann zum Beispiel Questlines einbauen, dass man bestimmte Angriffsarten oder bestimmte Fähigkeiten oder Moves von bestimmten Lehrmeistern lernen kann. Oder anders gesagt, wenn ich mich spezialisiere, kann ich meine Ressourcen effektiver für diese einzelnen Sachen nutzen, aber ich büße dafür halt etwas Varietät ein. Und das große Problem von Skyrim dabei ist, es wird zwar alles eingedampft, ja, aber die Skills werden nicht wirklich tiefer. Eine sehr beliebte Art, Skyrim zu umschreiben, ist ein Ozean mit der Tiefe einer Pfütze. Und das stimmt meiner Meinung nach. Es ist eine sehr weite, sehr interessante Welt, die relativ langweilig dargestellt wird, weil 90% der Quests darin bestehen, geh dahin, töte das, geh dahin und hol mir das, oder ganz ausgefallen, geh dahin, töte das und hol mir das. Und dazu kommt, dass die Skills nicht wirklich viel Sinn machen in ihrer Form. Mal ein Beispiel, ich möchte Gerard den Sturmgeborenen spielen, einen stolzen Ork-Krieger, der mit seiner Donneraxt die Lande unsicher macht. Aber für die Verzauberung, die Donnerverzauberung stärker macht, muss ich erst die Feuer- und die Eisverzauberung kaufen. Ich brauche für die Sturmverzauberung ein höheres Level und ich muss zuerst zwei andere Verzauberungsfeeds kaufen. Und nein, die Verzauberung ist nicht besser als die anderen beiden Verzauberungen. Es gibt bei allen dreien den exakt selben Bonus. Aber trotzdem muss ich die anderen beiden vorkaufen, weil Gründe. Die Möglichkeiten des Spielers wurden eingeschränkt. Das macht man normalerweise, wie vorhin schon erklärt, um die einzelnen Möglichkeiten attraktiver zu machen. Aber die Sachen wurden eingeschränkt und sind schlechter als vorher. Ich kann zwar einen Bonus bekommen für die Sache, die ich will, muss aber Scheiße kaufen, die ich nie im Leben benutzen werde, um an den Punkt zu kommen. Weil die Sternzeichen süß aussahen oder was weiß ich denn. Skyrim ist stellenweise sehr beschissen durchdacht. Und das sieht man meiner Meinung nach am besten beim Faustkampf. Ja, ich habe bis jetzt gebraucht, um zum eigentlichen Punkt des fucking Videos zu kommen.
The Elder Scrolls hatte immer einen Skill, den ich nie wirklich beachtet habe. Und das war Nahkampf. Und das hatte einen guten Grund. In frühen Elder Scrolls Teilen, also namentlich Morrowind und Oblivion, hat Faustkampf nicht wirklich was gegen die Lebenspunkte gemacht, sondern gegen die Ausdauer. Die Ausdauer war im Grunde der Schild. Du hast so lange auf die Ausdauer eingeprügelt, bis sie weg war und konntest dann die Lebenspunkte schädigen. Und das war es in den meisten Fällen einfach nicht wert, einfach weil ein Schwert deutlich effektiver ist. Also macht es nur Sinn, in Skyrim Faustkampf als Skill zu entfernen. Das Problem ist, dass gleichzeitig viel Zeug für Faustkampf reingebracht wurde in Skyrim. Die Khajiit haben eine Fähigkeit, mit der sie mit ihren Fäusten mehr Schaden machen. Es gibt eine Verzauberung, mit der man mehr Schaden machen kann. Es gibt einen Skill, der beim Faustkampf mehr Schaden macht. Und es gibt spezielle Events, wie zum Beispiel Schlägereien, die einfach komplett auf Faustkampf basieren. Sobald du eine Waffe ziehst, bist du ein Krimineller dabei. Und vor allem fügt Faustkampf jetzt vernünftig Schaden zu. Du musst nicht die Ausdauer runterprügeln, sondern kannst direkt die Lebenspunkte attackieren. Also warum gibt es keinen Skilltree für den waffenlosen Kampf? Das ist an und für sich einfach eine Verschwendung von Ressourcen und es blueballt mich tierisch. Zum einen, weil jetzt Faustkampf endlich eine legitime Art ist, das Spiel durchzuspielen, wenn es denn einen Skilltree dafür gäbe. Und zum anderen, weil im Fluff innerhalb des Games Sachen erwähnt werden wie die Mönche des fliegenden Fangzahns. Ein spezieller Khajiit-Orden, der sich auf waffenlosen Kampf spezialisiert hat. Aber man nimmt uns die Fähigkeit weg, effektiv einen Faustkämpfer zu spielen. Man macht waffenlosen Kampf endlich zu einer Art von Kampf, die wirklich Schaden macht. Man gibt uns Verzauberungen und Skills an die Hand, die extra Schaden machen, wenn man die Fäuste benutzt. Und man gibt uns Ideen für Charaktere. Aber man gibt uns nicht den grundlegenden Skilltree für eine Fähigkeit, die man jetzt endlich spielbar vernünftig gemacht hat. Ich habe kein Problem damit, dass man relativ nutzlose Skills wie zum Beispiel Akrobatik und Athletik entfernt. Einfach weil die relativ einfach zu exploiten waren und man damit sehr schnell hochleveln konnte. Kann man mit dem Schmieden zwar auch, aber hey. Ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück. Es ist Skyrim, was erwarten wir großartig? Ich habe auch kein Problem damit, dass man solche Sachen wie Mystizismus rausnimmt und die Zauber anderen Schulen zuweist. Das macht an und für sich wieder Sinn, weil man nur begrenzte Skillpunkte hat. Was ich nicht verstehe ist, Ressourcen darin zu investieren, ein großes Setup zu machen, dass Faustkampf endlich vernünftig ist und endlich nutzbar ist. Und dann das Einzige, was es im Spiel wirklich noch spielbar machen würde, einfach wegnimmt. Man investiert Ressourcen, die man nie wieder bekommt, für Shit, den man nicht braucht. Und ich war mir ziemlich sicher, ich habe noch was anderes Dummes gehört in der Aussage von Howard. Ach ja. How is playing an orc different than playing a high elf? Das ist eine interessante Frage. Wie unterscheiden sich Orks und Hochelfen? Nun gucken wir uns mal die Hochelfen und Orks in Morrowind an. Hochelfen sind Supermagier. Sie sind gut in so gut wie allen Arten von Magie. Sie haben unheimlich viel Mana. Und sie haben die Attribute, die man für Magie braucht, so hoch, dass man sie eigentlich kaum noch steigern müsste. Allerdings sind sie Glaskanonen, weil sie gegen so gut wie jede Art von magischem oder elementarem Schaden anfällig sind. Orks dagegen sind die Superkrieger. Sie können mit so gut wie allen Waffen und Rüstungen umgehen, haben die passenden Attribute, um einen Krieger zu spielen. Und ihre Spezialfähigkeit macht nochmal extra Schaden. In Skyrim sind Orks grün und Hochelfen gelb. Nein, wirklich, das ist der größte Unterschied zwischen den beiden. Die Rassen bekommen zwar minimale Startboni in den Fertigkeiten, aber die sind so klein, dass sie im Grunde wertlos sind. Die Rassen bekommen vielleicht ein oder zwei Zusatzzauber, die man in dem nächsten Dorf wieder kaufen kann. Und die Resistenz und Spezialfähigkeiten und so weiter sind nicht mehr unbedingt so gut wie früher. Wenn wir bei Orks und Hochelfen bleiben, die meiner Meinung nach die besten Fähigkeiten in Skyrim haben, regenerieren die Hochelfen schneller Magicka und die Orks richten mehr Schaden an. Das verglichen mit den angeborenen Fähigkeiten aus Morrowind ist lächerlich. Worauf ich hinaus will ist, wenn ihr ein Projekt habt, egal ob jetzt Rollenspiel oder irgendwas anderes, und eine Zielsetzung habt, arbeitet aktiv auf die Zielsetzung hin. Das heißt, die beiden Sachen, die ihr vermeiden solltet, wäre erstens nicht die Skyrim-Faustfick-Methode zu benutzen. Das heißt, ihr nehmt zwar das Grundfeature raus, aber alle Zusatzfeatures für dieses Grundfeature kommen rein ins Game. Und zweitens solltet ihr nicht die Howard-Elfen machen. Das heißt, wenn ihr eine Zielsetzung habt von ich möchte einzigartige, verschieden anfühlende Klassen, dann macht sich verschieden anfühlende Klassen und nicht denselben Einheitsbrei mit einem anderen Paintjob. Will mich jetzt entschuldigen, ich habe einen Faktober zu planen. Slanesh verfickte Fuck-Scheiße, wo ist meine Dildo-Sonne?